Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe heute ganz gute Laune. Und dann gucke ich mir mal an, was wir denn hier haben in diesem wunderbaren Papierberg. Und da haben wir zunächst, Vorredner sagten es schon, eine Worthülse. Herr Buchholz, ich bin ja ein bisschen traurig, dass das nicht Ihre Erfindung ist. Aber es bleibt eine Worthülse, auch wenn sie die Größe eines Geschützes hat. Mindestabstandsumsetzungsgesetz. Da zuckt man schon gleich zusammen. Was haben wir noch? Der buchholzende Don Quixote reitet zusammen mit Matze Brauner durch die Stadt, die Spandau heißt, um sie zu retten. Und beide wollen den Wahlkampf gewinnen. Also gehen sie völlig spaßfrei, im Übrigen gegen legale Spielstätten vor. Und wenn man ihnen zuhört, wird ja auch jedem ganz gleich klar, jedes Spiel trägt den Keim der Sucht in sich, wie auch jeder, der mal in der Nähe eines Tütchenrauchers steht, sofort und unwiderruflich der Drogensucht verfällt. Ist doch logisch. Das wissen schließlich alle, die in der Nachbargemeinde von Spandau im dörflichen Berlin ihr trostloses Dasein fristen müssen, weshalb die rigide Drogenbekämpfung als Vorbild für die konsequente Spielunterbindung herhalten muss. Nun liegt also das glorreiche Gesetz auf dem Tisch. Demzufolge müssen in ausreichender Zeit, also in 3 Monaten, alle Betreiber von Spielhallen sich völlig neu um ihre Gewerbegenehmigung bemühen. Die listigen beiden Kämpfer haben ein unschlagbares Mittel gefunden, die Genehmigungserteilung zu verhindern. Die Bittsteller müssen nur unendlich viele unterschiedliche Bescheinigungen von ihrem jeweiligen Bürgeramt erheischen und diese dann in Papierform und natürlich persönlich, natürlich bei einem weiteren Termin, auch wieder dem Bezirksamt vorlegen. Der Tagesspiegel kann doch einpacken mit seiner täglichen Wasserstandsmeldung, wann man mal einen Termin beim Bezirksamt bekommt, innerhalb von 3 Monaten. Aber wenn es doch jemandem gelingen sollte, diese Hürde zu überspringen, dann haben Düsen-Daniel und Matze Brauner noch einen Trumpf im Ärmel, den Losentscheid. Das hat ja schon mancher seit Jahren geahnt und jetzt kriegen wir es als Gesetz. Bei behördlichen Angelegenheiten entscheidet nicht die Sachkunde oder geht es nach klaren, nachvollziehbaren Regeln zu. Man könnte meinen, nach Spielregeln. Nein, da entscheidet das Los. Manche nennen sowas auch Willkür. Gibt es auch Nebenwirkungen oder Risiken, K? Der legale Spielstättenbetrieb wird in die Illegalität getrieben. Der illegale Spielstättenbetrieb, Café-Casinos genannt, Internetspielplattformen und so weiter, bleiben weitestgehend unangetastet. Die Spielsüchtigen flüchten an die heimischen Computer. Was sagt eigentlich Herr Isenberg dazu? Aber für die Spiel- und Spaßkamarilla Buchholz-Brauner ist das Ziel erreicht. Die Stadt wird schöner, weil man die im Dunkeln ja nicht mehr sieht. Und der Staat wird ärmer, weil er die Steuern verliert. Was waren das in Russland doch für Deppen, die die Alkoholsucht bekämpften, indem sie die Verkaufsstellen für Schnaps und Wein geschlossen hielten? Seit Jelzin kennt die ganze Welt den Erfolg solchen Tuns. Und was sind wir in Berlin doch für Glückspilze? Berlin, die Boomtown der Game Industry, also der Spieleindustrie und der Spieleentwickler, wird die einzige Metropole sein, die von fast allen legalen Städten zum Spielen und Ausprobieren der Spieleentwicklung befreit wird. Wieder ein Titel, den Berlin beanspruchen kann. Und stattdessen haben wir einen Turbo-Shooter für illegale Café-Casinos. Das ist der Kollateralschaden, den allerdings die Spaßgerilla gerne hinnimmt.